So, hallo YouTube und wir gucken uns jetzt das Video von Tim und Tick an. 10.700 Abonnenten hat er, ich kenne ihn noch nicht, werde ihn jetzt aber kennenlernen. Und er referiert hier über das Thema Gaming-PC versus Spielkonsole. Was ist günstiger? Meine Antwort ist eigentlich klar, natürlich die Spielkonsole. Ne, für mich ist die Sache eigentlich ja sonnenklar, aber ne, wir gucken auf jeden Fall trotzdem erstmal rein. Moin Leute, hier ist Tim und heute wollen wir uns einer sehr kontroversen Frage widmen, die schon jahrelang eigentlich die Gaming-Community Hoffe, die Links immer einfach wieder in den Chat beschäftigt. Und reinschicken. zwar, ist es günstiger, sich eine Konsole anzuschaffen oder ist es günstiger, sich einen Gaming-PC anzuschaffen, um Und darauf zu sehr zocken? lol, vielen Dank für den Sub. Vorweg muss ich schon sagen, es gibt sehr, sehr viele wirklich subjektive Aspekte in diesem Preisvergleich. Das hängt immer auch wirklich von individuellen Präferenzen ab, wie viele Spiele kauft man sich. Wie viel zockt man online? Zockt man wirklich regelmäßig oder nur sporadisch? Und das werde ich zwischendurch alles nochmal ansprechen. Aber dadurch kann sich das wirklich für jeden doch etwas unterscheiden, was sich preislich zumindest eher lohnt, ob es nun ein Gaming-PC ist oder eine Konsole. Aber wir werden versuchen, das alles zu behandeln und ich bin mir sicher, dass ich euch einen wirklich guten Überblick darüber geben kann, wie teuer eine Konsole in ihrer Lebensdauer ist und wie teuer ein Gaming-PC für euch über den gleichen Zeitraum ist. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen, das ist sehr subjektiv und kommt immer auf den individuellen Fall an. Bei jedem kann das etwas anders sein, was sich mehr lohnt und verzeiht es mir, wenn ich eure Meinung hier nicht zu 100% widerspiegel. Das kann man gar nicht. Das kann durchaus sein, schreibt mir gerne mal in die Pundrat, Kommentare, willkommen. Seht, ob ihr da vielleicht eine etwas andere Meinung oder andere Erfahrung auch habt. Ansonsten würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los. Ja, coole Intro-Musik auf jeden Fall. Nun stellt sich zunächst die Frage, wie kann man das überhaupt sinnvoll vergleichen, wie teuer ein Gaming-PC über mehrere Jahre ist und wie teuer eine Konsole ist. Nun, da steht ja jetzt die PlayStation 5 kurz vor der Tür und auch die neue Konsole der Xbox. Und deswegen habe ich mir gedacht, die aktuellen Konsolen, also die PlayStation 4 und die Xbox One, die sind ja nun etwa 7 Jahre alt. Und wir gucken einfach mal, wie teuer waren die zu Release. Und was für laufende Kosten hat man in diesen 7 Jahren gehabt, wenn man eine dieser Konsolen regelmäßig genutzt hat? Und dem stellen wir dann einen Gaming-PC mit gegenüber. Mit laufenden Mann, wieso hält er jetzt nicht an? Mit laufenden Kosten will er das jetzt vergleichen. Was hat man denn für eine laufende Kosten bei einer Konsole außer Strom? Klingt ja fast wie so ein Autokanal oder so, ne? Wo man dann ja Service hat und ja halt Reparaturen und dies und jenes, ne? Beim Auto hat man laufende Kosten. Aber was hat man in meiner Konsole für laufende Kosten? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, worauf er hinaus will, aber ich denke mal, das werden wir gleich sehen. Aus dem Jahr 2013, also aus dem Release-Jahr von der PlayStation 4 und der Xbox One. Ja, okay, Online-Zocken, Akrabos, hast du recht, natürlich Xbox Live und so, ja. Stimmt, habt ihr recht, ne? Okay, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Xbox Live und PS4 kostet natürlich im Monat dann auch immer so 5, 6 Euro. Habt ihr auf jeden Fall recht. Das kommt dann auch dazu. Ja, und das könnte im Laufe der Jahre tatsächlich entsprechend teurer werden, ne? Habt ihr recht. Und schauen, wie viel ein dieser Gaming-PC in diesen 7 Jahren kostet. Aber man muss es ja nicht nehmen, ne? Einfach. Die haben man kann ja auch offline zocken. Festen Release-Preis. Die PlayStation 4 hat 400 Euro gekostet und die Xbox One hat 500 Euro zu Release gekostet. Das sind also schon mal unsere Anschaffungskosten, die wir haben. Da ist dann schon ein Controller mit dabei und das war es dann auch erstmal. Also da brauchen wir nicht zusätzlich ausgeben. Fernseher oder Monitor rechne ich in diese Berechnung nun nicht ein, weil Controllerverschleiß. Da gibt es einfach viel zu große Preisunterschiede und einen Fernseher haben viele Leute einfach schon im Haushalt, aber auch Monitor können viele schon haben und diese Dinge gehören einfach zu diesen subjektiven Sachen, die bei jedem unterschiedlich sind. Deswegen beziehen wir uns rein auf das Gerät, was quasi für die Rechenleistung verantwortlich ist, nämlich die Konsole und der Gaming-PC. Also 400 Euro für eine PlayStation 4 und 500 Euro für eine Xbox One. Schauen wir uns einen Gaming-PC aus der Zeit an. Da habe ich mal den 750-Euro Gaming-PC rausgesucht, den ich auf meinem YouTube-Kanal im Dezember 2013 empfohlen habe, also ungefähr in der Zeit, als die Konsolen auf den Markt gekommen sind. Und da hat man dann für 750 Euro einen PC mit einem Intel-Core i5-4570. Wie lang soll das jetzt her gewesen sein? Schreibt das mal in den Chat oder sonst muss ich eben zurückgehen. Wie lang soll das jetzt her gewesen sein? Das muss ja jetzt schon so, ja, 4, 5 Jahre her gewesen sein, ne?
2013. 7 Jahre, okay, alles klar. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst, ne, Monty? Also 4570, Radeon 270X, 8 GB DDR3-RAM. Ach so, ich hätte, Monty, einfach mal nachdenken. Wann sind denn die Konsolen rausgekommen? Natürlich, logisch. Ne? Er hat das natürlich jetzt entsprechend den Konsolen mit dem Jahr verglichen, ist klar. Ein Terabyte HDD, 530, ja, okay. Was schätzen wir mal, was das jetzt zusammen kostet? Boah, was hat denn 270X gekostet? Ich habe keine Ahnung. Das war so nicht meine Riesen-PC-Zeit. 750 Euro hat er, glaube ich, gesagt insgesamt. Ne? Was hat denn da damals die Grafikkarte gekostet? 750 Euro, ein Terabyte, ich weiß es nicht. 200 Euro? Ich würde jetzt sagen, die hat 200 Euro gekostet, oder? 250? Ja, 750 Euro gesamt habe ich ja gesagt, oder das hat er ja gesagt, das ist klar. Aber mich würde jetzt interessieren, okay, er sagt es höchstwahrscheinlich gleich. 70 bekommen, einer Radeon R9 270X mit 2 GB Grafikspeicher, 8 GB RAM, einer 1 TB HDD, einer 120 GB großen SSD, die habe ich aber für die Berechnung rausgelassen, weil die Konsolen ja auch keine SSD drin haben. Ja. Und dann einem soliden, ich sag mal, guten BeQuiet-Netzteil mit 530 Watt und Kabelmanagement und mit Windows 7 als Betriebssystem. Rechnen wir die SSD raus, die ich dort zwar empfohlen habe, die wir aber, um einen fairen Vergleich ziehen zu können, aus der Konfiguration entfernen müssen, weil die Konsolen auch keine SSD haben, dann landen wir damit bei etwa 700 Euro insgesamt. Gehäuse fehlt, ne? Also stimmt. 700 Euro Anschaffungspreis für einen Gaming-PC und 400 bis 500 Euro für eine Konsole. Beim Gaming-PC braucht man natürlich auch noch eine Maus und Tastatur. Ich sag mal, wenn man nicht zu viel Geld ausgibt und einfach sich ja was Solides, aber nicht zu Billiges holen will, dann schafft man es schon mit 50 Euro, sich eine Maus und Tastatur zuzulegen. Gerade bei der Tastatur muss man wirklich nicht viel Geld lassen. Da lohnt es sich eigentlich nicht. Mein Reden. Sag mal, Unsummen für eine Tastatur auszugeben. Teure Tastaturen sind Maus, nicht nötig. Darf schon mal etwas mehr kosten, aber gute Mäuse kriegt man auch schon für 30 Euro und dann eine solide Tastatur für einen 20er. Das passt schon. Also, Gold ist dabei, dann sind wir okay. 50 Euro noch bei Maus und Tastatur dabei und starten dann quasi mit einem Budget von 750 Euro beim Gaming-PC. Ja, wie gesagt, Mainboard fehlt auch und so. Der wird das natürlich alles mit eingerechnet haben. Insgesamt der PC mit Gehäuse, mit Mainboard, allem, was dazugehört, 750 Euro. Das ist im Vergleich zu den 400 oder 500 Euro für die Konsole natürlich schon deutlich mehr. Und das ist auch das, womit viele argumentieren, warum Konsolen günstiger sind. Sie vergleichen es quasi einfach nur mit dem Anschaffungspreis von einem PC und sagen dann, Konsolen sind günstiger. Aber die laufenden Kosten in den Jahren... The Young schreibt, Gaming-PC mit der 20-Euro-Tastatur, alles klar. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? 20-Euro-Tastaturen, die sind gar nicht so viel schlechter. Du brauchst zum Zocken keine High-End-Tastatur für über 100 Euro. Das ist gar nicht nötig. Da ist RGB-Gedöns bei alles Mögliche. Ich kann auch auf einer günstigen Tastatur genauso gut zocken wie auf einer 200-Euro-Tastatur. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Wichtig ist, dass es auf jeden Fall eine mechanische Tastatur ist. Das ist auf jeden Fall geil zum Zocken. Aber 20 Euro, das muss nicht unbedingt schlecht sein. In die man diesen PC oder die Konsolen nutzt, die unterscheiden sich halt auch sehr stark, denn auf den Konsolen müssen wir für Online-Gaming bezahlen. Das ist der größte Kostenfaktor bei den laufenden Kosten, der bei den Konsolen noch dazukommt. Device, danke, dass es mal eine sagt. Da habe ich auch mal recherchiert, wie viel kostet so ein Jahr Xbox Live Gold oder ein Jahr PlayStation Plus. Das ist so das günstigste Abo, was man sich holen kann. Man kann sich auch immer jeden Monat nur ein Abo kaufen oder alle 3 Monate, die sind dann aber im Endeffekt teurer. Und je nach Shop, wo man sich diese Keys für diese Abos holt, unterscheiden sich die Preise auch noch etwas. Bei Amazon. Ja, ist bei Xbox Live mittlerweile aber nicht mehr so. Früher konnte man bei Xbox Live echt noch einen richtigen Schnapper machen. Da hat man, wenn man so ein bisschen gesucht hat, teilweise für 30 Euro ein ganzes Jahresabo bekommen. Das findet man mittlerweile nicht mehr. Also da hat Xbox auf jeden Fall oder Microsoft ein bisschen was gegen gemacht. Mittlerweile unterscheiden sich die Preise kaum noch zu den Preisen, die man ganz normal im Store ausgibt. Ist so. Oder ich habe irgendwie was verpasst, keine Ahnung. Wie es bei PlayStation aussieht, weiß ich nicht, weil ich habe ja eine PlayStation, aber ich zocke ja mehr auf der Xbox, nicht weil sie mir mehr gefällt, sondern wegen meinen Kollegas. Und bei PlayStation, also ich habe fast nie das PlayStation Plus Abo, von daher habe ich die Preise da überhaupt nicht im Kopf. Kosten ein Jahresabo ist meistens so 60 Euro. In Keystores kriegt man die aber auch zum Beispiel für 50 oder sogar manchmal auch für etwas weniger. Deswegen habe ich als Durchschnittspreis für 12 Monatsabos einfach mal 50 Euro gerechnet.
und das dann auf 7 Jahre. Denn wenn wir so eine Konsole nutzen, ich gehe jetzt davon aus, Maxis, dass man nicht auf die PlayStation Mahlzeit. Pro oder von der Xbox One auf die Xbox One X upgradet, dann nutzt man diese Konsole eben 7 Jahre und zahlt, wenn man regelmäßig spielt und auch online spielt, auch 7 Jahre für PS Plus und Xbox Live Gold. Da landen wir dann insgesamt bei der PlayStation 4 bei 350 Euro für PlayStation. Mein Stuhl ist schon wieder abgesackt. Mano, was ist denn los hier, Dix Racer? So kann ich aber keine Werbung mehr für euch machen. Ach, das nervt. Ich muss endlich mal zu Dix Racer schreiben. Da gibt mir jetzt auf den Sack, aber ich bin zu faul. Also so E-Mails schreiben oder so Reklamationen, mich beschweren oder so, das dauert bei mir mal unglaublich lange, bis ich sowas mal in Angriff nehme. Jetzt bleib doch mal oben, du Dreckschippengesicht. So, weiter geht's. Plus für 7 Jahre und das Gleiche bei der Xbox One für Xbox Live Gold. Und das macht dann schon mal 750 Euro bei der PlayStation 4. Polenrad, du warst weg? Und 850 Euro bei der Xbox One. Also dort liegen wir schon mal über den Kosten für einen Gaming-PC. Nun muss man aber dazu sagen, dass dieser Gaming-PC von 2013 keine 7 Jahre so hält und euch keine 7 Jahre, ich sag mal, eine vergleichbare Gaming-PC. Ich geh da schon wieder runter, jetzt habe ich keinen Bock Konsolen. Mehr. Jetzt bleibe ich hier unten sitzen. Ist ein Gaming-PC immer besser von der Leistung. Da aber ist mit dem Mikrofon doof. Höheren Grafikeinstellungen und auch höheren Auflösungen spielen. Aufgrund der Optimierung der Spiele für die Konsolen sinkt der Vorsprung aber mit der Zeit und irgendwann, wenn ein Gaming-PC zu alt ist, obwohl der bei Release eigentlich besser war als die Konsolen, hat man dort größere Performance-Probleme. Deswegen müssen wir auf die 750 Euro vom Gaming-PC noch Upgrades mit einbeziehen, die man irgendwann im Das ist gar nicht so doof, ja. Finde ich gut. Ich kann da jetzt sehr gut aus eigener Erfahrung sprechen, weil mein letzter Morgenmuffel, na, wie ist die Luft da unten? Gut. Anfang 2013, also sogar noch etwas älter als der, den ich hier als Vergleich nutze, der hatte einen i7-3770K, also eine Generation älter, der Prozessor, aber dafür ein Intel Core i7. Ne, Kiwi-Miwi, Recaro-Sitze mag ich nur im Auto und selbst da nicht so wahnsinnig gerne. Also ich finde, DX Racer, habe ich doch schon zigmal im Stream gesagt, ich finde den Stuhl einfach mega geil. Das ist mit der bequemste Stuhl, den ich überhaupt kenne. Aber mein Gott, er wird von mir jeden Tag stundenlang besetzt und irgendwann gibt die Technik halt auf. Den habe ich ja jetzt auch schon ziemlich genau 2 Jahre. Okay, 2 Jahre muss ein Stuhl natürlich eigentlich halten, aber was soll man machen? Und 3 neue Viewer, gehostet hier von Demo.df, vielen Dank. Ne, es ist ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, wenn ich bei DX Racer, wenn ich mich mal einmal dazu rumkriege, da mal eine E-Mail hinzuschreiben oder meinen Kontakt mal zu schreiben, dass ich dann natürlich eine neue Gasdruckfeder kriege. Das ist selbstverständlich. Aber ich schiebe sowas immer. Es ist nur eine blöde E-Mail. Das dauert 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten. Aber bis ich mich mal dazu kriege, es ist unglaublich. Komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht darf ich mich auch einfach nicht mehr so mega lässig hier reinknallen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, ne? Keine gute Werbung für DX Racer. Aber ich kann es nicht ändern. Wenn das so live passiert, ne, kann ich nicht schönreden. 7 und keine Intel Core i5. Und eine vergleichbare Grafikkarte, nämlich damals eine GTX 660 Ti. Die ist etwas schlechter gewesen als die R970X. Und ich habe mein Grafikkarten-Upgrade dann im Jahr 2016. Ich bin zu dick geworden, Roter 3, ich helfe dir mal. GTX 1070 geupgradet. In diesem Vergleich nutzen wir jetzt aber keine GTX 1070, weil der PC, den wir hier nutzen, aus meiner Kaufberatung grundsätzlich etwas günstiger ist als der, den ich damals besessen habe, sondern eine GTX 1060 mit 3 GB Grafikspeicher, die hat damals auch noch locker ausgereicht und mit der kann man auch heute noch alle aktuellen Spiele zocken. Deswegen gehen wir mal davon aus, mit diesem PC hätte man im Jahr 2016, also ungefähr 3 Jahre nach Anschaffung, nochmal einen Grafikkarten-Upgrade gemacht und das hätte einen etwa 100 Euro gekostet. Unter der Voraussetzung, dass man seine alte Grafikkarte natürlich verkauft. Zusätzlich zum Upgrade bei der Grafikkarte. Ah, die 100 Euro sind aber schon ziemlich günstig gerechnet, würde ich sagen. Das wird aber eine ganz schwierige Geschichte. Weil die alten Grafikkarten, so viel kriegt man dafür jetzt auch nicht mehr, ne? Ja, okay, muss ja jetzt nicht alles so hundertprozentig genau passen, aber ich denke, die 100 Euro sind ein bisschen zu wenig. Hätte man auch noch mal den Arbeitsspeicher upgraden sollen, denn der PC aus meiner Kaufberatung damals hatte nur 8 GB RAM. Das heißt, wir kaufen noch mal 8 GB RAM dazu. Das machen wir einfach zum gleichen Zeitpunkt wie das Grafikkarten-Upgrade 2016. Und da haben 8 GB RAM etwa 30 Euro gekostet.
Ja, okay, 30 Euro ist nicht viel, aber die 8 Gigabyte sind meiner Meinung nach 2016 nicht nötig gewesen. 2016 konnte man mit 8 Gigabyte RAM noch ganz, ganz hervorragend zocken. Also eigentlich ein unnötiges Upgrade, würde ich mal so sagen, oder? Wird als Upgrade zu unserem bestehenden 8 GB-Kit, sodass wir auf 16 GB RAM kommen. Und mit dem PC, mit dem Intel Core i5 4570, einer GTX 1060 mit 3 GB Grafikspeicher und 16 GB RAM, kann man alle aktuellen Spiele in Full HD auf jeden Fall noch zocken. Ja, Manche da gebe ich ihm tatsächlich auch in recht. hohen Grafikeinstellungen oder viele sogar in hohen Grafikeinstellungen mit 50 bis 60 FPS. Schraubt man die Grafikeinstellung runter auf zum Beispiel Mittel, dann ist das aber eigentlich in keinem Spiel ein Problem und man kann wirklich alle Spiele noch spielen. Ja, Sando hat recht, ne? Er schreibt auch, 8 GB reichen ja heute gerade noch so. Also 8 GB heute machen natürlich keinen wahnsinnigen Spaß mehr, aber man kann mit einem PC mit 8 GB noch relativ gut auch moderne Spiele zocken, wenn die Grafikkarte taucht, ne? Es geht, man sollte natürlich möglichst nichts groß im Hintergrund laufen haben, keinen Browser auf und so weiter, aber es geht auf jeden Fall noch. Also 2016, 8 GB Update, ne, eigentlich so alles ganz sinnvoll, was es so macht, aber das RAM-Upgrade verstehe ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay. Ja, okay, Device, ne? Flugsimulator, 26 GB RAM. Okay, das ist auf jeden Fall bekannt. Der kommt ja nicht mal mit 16 GB aus, ne? Das ist klar. Aber das meiste läuft heute noch mit 8. Okay, aber dann muss ich auch die Grafikeinstellungen runterschrauben, dann sieht das Spiel nicht mehr so gut aus. Ihr könnt mir glauben, viele PC-Spiele, die sehen auf Mittel sogar besser aus als die Spiele auf der Konsole. Und dazu kommt, dass ihr Stimmt. diese Spiele auf dem PC auch in 60 FPS beispielsweise spielen könnt, in Full Stimmt. HD. Und das ist auch auf Konsolen nicht immer der Fall. Dort spielt man auch oft nur auf 30 FPS. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Gaming-PC mit dem Intel Core i5 4570 aus 2013 und einem Grafikkarten-Upgrade einer GTX 1060 und 16 GB RAM ist auf jeden Fall heute noch zu gebrauchen, wenn man damit aktuelle Spiele spielen will. Ah, okay, die Insgesamt mit den CPU, ne? Upgrades, also mit dem Grafik. Bei der CPU wird es aber jetzt mittlerweile schon Haare, ne? Ich muss mal eben gucken, wie alt ist das Video jetzt überhaupt? Von wann ist das Video? Das ist ja sogar noch nagelneu, 18.8. Ja, kann man machen, aber jetzt echt, so ein alter Vierkerner, der macht heute trotzdem nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß, ne? CPU mit OC, schreibt der Device, ja, das müsste gehen. Also da muss man noch ein bisschen übertakten mit dem Ding. War das eine Card-CPU? Wir sind bei 1036, wo ist es denn? Er schreibt nur 4570, also ist nicht mal sicher, ob das eine Card-CPU ist. Dann sieht es mit Übertakt natürlich auch relativ schlecht aus, ne? Ja, also ist schon grenzwertig, die CPU auf jeden Fall. PC mit dem Intel Core i5 4570 aus 2013 und einem Grafikkarten-Upgrade einer GTX 1060 und 16 GB RAM ist auf jeden Fall heute noch zu gebrauchen, wenn man damit aktuelle Spiele spielen will. Insgesamt mit den Upgrades, also mit dem Grafikkarten-Upgrade und mit dem Arbeitsspeicher-Upgrade, kostet uns dieser PC in diesen 7 Jahren Nutzung insgesamt 880 Euro. Damit liegen wir jetzt etwas über der Xbox One, welche uns insgesamt 850 Euro gekostet hätte, und doch schon relativ deutlich über der PlayStation 4, welche insgesamt Zieh den Speicher ab, dann sind wir auch bei 850 Euro, dann passt's. 750 Euro in diesem Zeitraum gekostet hätte. So, jetzt könnte man an dieser Stelle ein Fazit ziehen und sagen, okay, ein Gaming-PC ist etwas teurer insgesamt. Aber eine Sache muss man. Der Red Trip Forever, der schreibt gerade, lieber Monty, sag mir ein Spiel außer Supreme Commander, das wirklich vor mehr als zwei Kernen wirklich braucht. Jetzt zwar grammatikalisch nicht ganz richtig, aber ich weiß, was du meinst. Eine Call of Duty läuft gar nicht mit unter vier Kernen. Nur mal als Beispiel. Also zwei Kerne sind mittlerweile für ganz, ganz, ganz viele Spiele ein Todesurteil. Sehr viele Spiele laufen mit zwei Kernen gar nicht mehr. Vier Kerne sind mittlerweile eigentlich bei fast allen AAA-Titeln das absolute Minimum. Minimum. Und viele Kerne werden auch unterstützt. Bestes Beispiel sind zum Beispiel ja, Assassin's Creed, Odyssey und so weiter, weil die unterstützen. Also die brauchen auch nur vier Kerne Minimum, aber die laufen mit deutlich mehr Kernen auch deutlich besser. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier meinen 16-Kerner mit Assassin's Creed am Laufen habe, dann werden die 16-Kerne tatsächlich auch natürlich nicht zu 100%, aber so 30% mal hier, mal da oder so auf jeden Fall ausgenutzt und zwar alle Kerne. Also zwei Kerne, das ist mittlerweile definitiv nicht mehr machbar. Man noch Und bedenken, Tomb Raider beziehungsweise auch zum zwei Beispiel, Sachen muss ja. man sogar noch bedenken. Einmal der Preis für Spiele, der liegt auf Konsolen nämlich
gerade zu Release und bei Vollpreistiteln eigentlich immer höher als auf dem PC. Und den Stromverbrauch. Konsolen verbrauchen grundsätzlich deutlich weniger Strom beim Zocken als ein PC. Danke, Noah. Da das aber zwei wirklich sehr, sehr subjektive Dinge sind und total davon abhängen, wie viel man zockt. Also der Stromverbrauch hängt ja super stark davon ab, wie viel ich zocke. Zocke ich 3 Stunden im Schnitt pro Tag, zocke ich im Schnitt 5 Stunden und pro Tag. Und was man zockt, nicht zu vergessen. Eine halbe Stunde im Durchschnitt. Ja, vielen ist das gar nicht bewusst. Gerade auf dem PC, ja okay, auf den Konsolen aber auch. Spieler haben halt unterschiedliche Energieanforderungen. Das müsste eigentlich, ne, wenn man jetzt mal so ganz, ganz, ganz brutal hart grün ist, müsste man wirklich so ein Energielabel auch auf Spiele drauf machen. Ne, so Minecraft oder so hat ein grünes Label, weil das hat ja, braucht ja nicht viel Grafikkartenpower. Das braucht nicht viel Strom. Minecraft läuft zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal ganz hypothetisch, brauchen auf meinem PC braucht Minecraft jetzt 100 Watt. Einfach nur hypothetisch, wird mehr sein, aber nehmen wir mal an. Und dann haut man da mal eben, was sagen wir jetzt mal, ja gerade Call of Duty ist zwar jetzt nicht das schönste Spiel, aber ist halt sehr, sehr fordernd, was jetzt Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher und so angeht. Und Call of Duty braucht dann eben also 200, 250 Watt. Ja, müsste in Call of Duty eben so einen roten Sticker darauf kriegen, so Energielabel rot oder irgendwie was, ne? Spiele brauchen unterschiedliche Mengen Strom. Und auf dem PC kommt ja noch hinzu, dass man ja eigentlich so ein, wenn man FPS-Limiter anschaltet, eine Menge Strom sparen kann. Damit bleibt der PC auch kühler und natürlich auch leiser. So viel noch kurz am Rande von unserem Klugscheiß-Monty. Macht halt so einen großen Unterschied im Stromverbrauch, dass es eigentlich wenig Sinn macht, das jetzt in die Rechnung mit einzubeziehen. Und Black Skater, ich habe nur auf den Satz gewartet. Ja, Minecraft mit Shadern und Raytracing braucht aber dringend einen rot blinkenden Sticker. Mit Raytracing natürlich, aber Minecraft die Standardversion natürlich nicht. Der Preis für Spiele ist auch sehr subjektiv, denn manche kaufen sich im Jahr 10 Spiele, manche kaufen sich im Jahr nur 2 Spiele. Das ist auch total unterschiedlich und ist auch sehr stark davon abhängig, wann man die Spiele kauft. Kauft man sie immer zu Release? Ein Vollpreistitel zu Release auf der PlayStation kostet 70 Euro. Der kostet auf dem PC dann nur 60 Euro. Auf PlayStation 5 Spiele bald 80 Euro. Kann es sein, dass auf beiden Plattformen zum Beispiel 20 oder 30 Euro kostet das Spiel und es da dann gar keinen Unterschied mehr gibt. Also das sind sehr subjektive Dinge. Das eine spricht ein bisschen mehr für einen PC. Man muss aber ganz, ganz knallhart sagen, dass die Konsolenspiele nun mal einfach faktisch teurer sind. Das ist jetzt nicht unbedingt subjektiv. Konsolenspiele sind teurer. Ne, der PC nähert sich den Konsolenspielen zwar immer mehr an, das muss man dazu sagen. Ne, sind auch nicht mehr ganz so günstig wie früher. Früher war ja ein PC-Spiel, was 40, 50 Euro kostete, schon absolut hochpreisig. Heute ist ja 60 Euro für ein PC-Spiel eigentlich ja, normal, würde ich mal so sagen, für ein AAA-Titel. Ne? Also, aber trotz allem, Konsolenspiele sind immer noch so rund 10, 20 Euro teurer als PC-Spiele. Fakt. Ja, sagt er ja auch, aber er redet hier die ganze Zeit von Subjektivität. Nämlich, dass die Spiele günstiger sind, der Stromverbrauch spricht eher für die Konsolen, da die weniger Strom verbrauchen und man deswegen dort weniger zahlt. Deswegen lassen wir die mal weg und tun einfach mal so, als würde sich das ungefähr ausgleichen. Dann liegt der PC immer noch mit seinen insgesamt 880 Euro in den 7 Jahren etwas höher als die Konsolen. Und als Fazit muss man da dann tatsächlich sagen, ein PC ist etwas teurer, ja, es stimmt tatsächlich, auch wenn man Kosten für Online-Spielen bei den Konsolen mit einberechnet. Also wer tatsächlich sein Gaming-PC oder sein PC wirklich ausschließlich zum Zocken benutzt, der würde mit einer Konsole vielleicht etwas günstiger fahren. Und was man auch noch als Fazit ziehen kann, je weniger man spielt, also je mehr man eher so ein Gelegenheitsspieler ist, man kauft sich wenig Spiele, man zockt gar nicht so regelmäßig. Vielleicht hat man auch mal ein paar Monate, wo man gar kein Xbox Live Gold oder kein Play. Rocky hat noch recht, der hat noch was eingebracht auf jeden Fall. Also entweder habe ich es nicht mitbekommen, aber ich meine, er hat es nicht gesagt, ne? Dass bei Xbox Live und PlayStation Plus natürlich Gratis-Spiele im Monat dabei sind. Für mich jetzt kein Mega-Pro-Argument, weil ich bin ja Xbox Live Dauerabonnent und ich habe bis heute habe ich noch kein einziges dieser Spiele gezockt. Noch kein einziges. Weil es sind immer 3 Spiele. Ein so ein ganz billiges Spiel, so ein nicht ganz so altes Spiel und ein relativ aktuelles Spiel. Ne? Aber trotzdem ist da irgendwie nie was Passendes dabei, was ja auch sehr, wie er vorhin jetzt auch zum Beispiel sagte, sehr ja, subjektiv halt ist das Ganze. Ne? Dem einen gefallen die Spiele dann halt entsprechend gut und dem einen halt nicht so gut. Und mir bringt das zum Beispiel gar nichts. Trotzdem sollte man das Argument natürlich in irgendeiner Art und Weise natürlich noch mit reinbringen. Ne?
PlayStation Plus nutzt. Wie gesagt, falls ihr es vorhin gesagt habt, dann habe ich es irgendwie überhört. Dann fährt man im Endeffekt mit der Konsole auch günstiger. Wenn man aber regelmäßig zockt oder ja, ziemlich viel, also wirklich, das wirklich seine Leidenschaft ist, Gaming, dann kann es sein, dass tatsächlich im Endeffekt, wenn man wirklich sehr viele Spiele auch kauft, der PC die günstigere Wahl ist. Und eine Sache kommt jetzt noch dazu. Mit einem Gaming-PC kann man natürlich auch noch viele andere Dinge machen, die man mit einer Konsole nicht machen kann. Richtig. Man kann im Internet surfen, man kann Word, Excel verwenden, man kann alles Mögliche mit einem Gaming-PC noch machen, was mit einer Konsole halt nicht so leicht möglich ist. Gut, Blu-rays zum Beispiel kann man nur mit einer Konsole gucken, aber die meisten, da gehe ich... Hä? Wieso soll man Blu-rays nur mit einer Konsole gucken können? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier rechts neben mir in meinem Haupt-PC ist hier oben, was sehen wir da? Ein LG Blu-ray Player. Da kann ich Blu-rays reinlegen und ich kann eine Blu-ray gucken. Also das Argument ist jetzt, ja, kostet doch extra, der Blu-ray Player. Natürlich kostet der extra. Wenn er, okay, ihr habt recht, wenn er jetzt den PC, den er da gerade hatte, ja, ihr habt recht, wenn ich hier Unrecht habe, gebe ich es zu. Den PC, den er da jetzt hatte, da ist kein Blu-ray-Laufwerk drin. Da muss man natürlich mehr für bezahlen. Aber es klang jetzt natürlich auch so ein bisschen allgemein von ihm. Also rein theoretisch kann man mit dem PC ja schon Blu-rays gucken. Mit dem PC jetzt allerdings nicht, ne? Habt ihr ja recht. Blu-rays in 2020? Ja, warum denn nicht? Gibt's, werden immer noch gut verkauft, ne? Denke ich mal. Ja, die Codex, ne? Alduin Falk, Codex, ja, ist so eine Sache auf dem PC, ne? Aber ich habe bisher noch nie Probleme mit gehabt. Gehe ich jetzt mal stark von aus, nutzen eh Netflix oder Amazon Prime Video. Ich gucke aber auch keine Blu-rays auf PC. Das ist eben auf beiden Plattformen mittlerweile möglich. Also ein PC bietet dann doch noch etwas mehr Flexibilität in der weiteren Nutzung. Und beispielsweise kann man sich mit dem PC dann eine extra Anschaffung von einem Notebook sparen, wenn man auf sowas wie Textbearbeitung oder, ich sag mal, ein weiteres Gerät, mit dem ich entspannt im Internet surfen will, nicht verzichten kann. Dann müsste man sich, hat man nur eine Konsole im Haus, theoretisch noch ein Notebook oder sowas zulegen oder ein Office-PC. Und das kann man sich bei einem Gaming-PC halt sparen. Ihr seht, das, was ich eingangs gesagt habe, dass das hier sehr subjektiv ist, das stimmt tatsächlich. Deswegen muss jeder einfach schön, ein bisschen selbst schauen, in welchen Typ Spieler passe ich denn rein. Bin ich eher so ein Gelegenheitsspieler, der nicht so viel zockt, oder bin ich wirklich ein Hardcore-Gamer, der wirklich richtig viel zockt, dann könnte eher der PC was für einen sein. Und was natürlich auch noch eine richtig wichtige Rolle spielt, auf welcher Plattform zocken eigentlich meine Freunde? Denn das ist tatsächlich ein Kriterium, was bei vielen hauptausschlaggebend ist. Genauso ist es bei mir ja auch. Ich habe einen PC, ich habe einen Gaming-PC, ich habe die Playstations, ich habe eine Xbox und ich zocke fast nur auf der Xbox als Call of Duty, weil die Kumpels das halt auch alle spielen. Mir wäre es völlig Latte. Wenn die auf PC zocken, zocke ich PC. Wenn die auf der Playstation 4 zocken würden, dann zocke ich auf der Playstation. Mir ist es eigentlich völlig Latte, auf welchem System da gezockt wird. Ne? Und das ist wohl der Hauptgrund für die meisten Käufer, welches System hole ich mir? Wobei er jetzt eine Sache noch nicht gesagt hat, vielleicht sagt er die ja gleich noch. Ein PC ist für viele Leute nun mal einfach zu kompliziert. Ist so. Okay, wenn man jetzt so 20 Jahre zurückdenkt, dann ist ein PC heute ein Witz in Sachen Bedienung. Aber trotzdem ist ein PC für viele einfach zu hoch. Und die wollen eine Konsole haben, die wollen einfach ein Ding hier haben, Strom dran, anschmeißen und gut ist. Und selbst das funktioniert ja heute nicht mehr, weil man immer noch Auflösung einstellen muss. Hier muss man noch ins Menü, da muss man noch einen Xbox Live-Account anschaffen, da muss man sich noch anmelden und so weiter. Das ist für viele tatsächlich, für viele absolute Technik-Laien immer noch zu hoch. Ist so, ne? Trotzdem, die Konsole ist für Laien auf jeden Fall die deutlich bessere Wahl. Ein PC, man muss sich in irgendeiner Art und Weise einfach damit beschäftigen. Und das wollen viele nun mal nicht. Dafür ist, ob sie sich eine Konsole oder einen PC zulegen. Aber als Fazit, was ist im Endeffekt günstiger auf die komplette Lebensdauer beziehungsweise auf die Lebensdauer einer Konsolengeneration gerechnet, bis dann die neue Konsolengeneration rauskommt? Da ist dann im Endeffekt im Durchschnitt doch die Konsole etwas günstiger. Man darf gespannt sein, wie teuer die PlayStation 5 im Endeffekt sein wird und die neue Xbox. Wissen wir schon, wir sind schon aus der Zukunft. Im ähnlichen Bereich bewegen zwischen 400 und 500 Euro von der PlayStation 4 und Xbox One. Dann dürfte sich an dieser Rechnung nicht so viel ändern. Werden die neuen Konsolen etwas teurer, dann könnte das alles etwas anders aussehen. Aber was die Leaks und Gerüchte bis jetzt so zeigen, werden die Konsolen auch Mesos, im Verhältnis deutlich leistungsstärker als noch 2013 die PlayStation 4 und Xbox One. Das sind einfach viele Faktoren, die dort mit reinspielen und man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie stark die neuen Konsolen sein werden. Das wird auf jeden Fall dann, sage ich mal, die neue Rechnung
wie teuer eine Konsole im Vergleich zu einem Gaming-PC ist, auf jeden Fall beeinflussen. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz interessanten Einblick in die tatsächlichen Kosten einer Konsole und eines Gaming-PCs über mehrere Jahre geben. Ich finde das Video gut. Und wie gesagt, wenn ihr da noch Diskussionsbedarf seht, wenn ihr da vielleicht eine andere Meinung habt oder ihr noch Fragen zu dieser Auflistung oder dieser Berechnung von mir habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir die auf jeden Fall durch und antworte dort auch drauf. Ansonsten war es das jetzt von... Ein schönes Video, vor allem, was ich halt gut fand, dass er auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass das Ganze halt auch subjektiv ist. Das Einzige, also ich vermisse eigentlich eine Sache, okay, das mit dem RAM war jetzt nicht so optimal, aber das hätte jetzt jedem passieren können. Es war jetzt in dem Sinne auch kein Fehler, sondern ist jetzt auch so ein bisschen so eine Einstellungssache. Wieso bin ich jetzt plötzlich so hoch? Ist die Kamera ein bisschen runtergegangen oder was passiert? Jetzt bin ich irgendwie zu hoch, oder? Hä? Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Wo er jetzt nicht darauf eingegangen ist, man braucht nicht unbedingt Xbox Live und PlayStation Plus. Es geht auch ohne. Es gibt sogar ein paar Multiplayer-Spiele, die ohne funktionieren. Fortnite also oder PUBG, irgendein Spiel funktioniert auch ohne Xbox Live, meine ich, ne? Im Multiplayer. Nur wer zum Beispiel nur Singleplayer-Spiele spielt, der braucht keinen Xbox Live. Braucht er nicht. Der Spiel haut die Spiele rein und gut ist. Ne, Xbox Live ist ja auch und PlayStation Plus ist ja nur dafür da, damit man auch bei Multiplayer-Gefechten teilnehmen kann. Und das ist dann nicht nötig. World of Warships geht ohne. Ja, oder sowas halt, ne? Nabba und Alula und Try Fix It. Guten Abend. Ich bin weg. Oder? Hä? Ich war doch vorhin nicht hier oben an der Bildschirmkante. Wie kommt das jetzt? Aber ich habe den Stuhl da auch nicht höher gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder die Kamera ist ein bisschen runtergegangen. Ich habe gerade keine Ahnung. Vadras, wer streamt so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Monty mit seinem Cookie ganz frisch und kross. Das reimt sich zwar nicht, aber trotzdem cooler Satz auf jeden Fall. Monty ist gewachsen. So viel auf jeden Fall zu Tim und Tech. 10.700 Abonnenten, jetzt hoffentlich ein paar mehr. Ne? Auf jeden Fall sehr sympathischer Kerl. Und da kann man, denke ich, mal reingucken. So, und ich sage mal Tschüss, YouTube.